Ein CDU-Ortsvorsteher wurde mit einer Stimme angeblich der AfD gewählt und die Grünen sehen dadurch, nochmal ein Ortsvorsteher, dadurch sehen sie eine Gefahr für Europa. Das kannst du dir beim besten Willen wirklich nicht mehr ausdenken. Und die zweite Nachricht, die wir in diesem Video behandeln, ein Politiker der CDU hat gefordert, dass die Grünen vom Bundesverfassungsschutz beobachtet werden. Jetzt wurde er aus seiner eigenen Fraktion rausgeworfen. Moin zusammen, ich bin Olli. Für kritischen und so abstrakten Content wie diesen, lass jetzt gerne ein Abo da. Du kannst dir beim besten Willen wirklich nicht mehr ausdenken, was hier im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, passiert. Wir gehen als erstes auf den Ortsvorsteher ein. Das heißt hier in Heusweiler. Da muss man jetzt auch erstmal suchen und auf der Karte gucken, wo ist denn dieser Ort, wie viele Einwohner haben die denn da überhaupt etc. pp. Es ist ein kleines Örtchen. Und ich habe es mir mal angeguckt, im Saarland, die haben gerade mal 18.000 Einwohner. 18.158 Einwohner ganz genau. Und das geht hier um den CDU-Kommunalpolitiker Jörg Schwindling. In einer knappen Wahl wurde der zum Ortsvorsteher gewählt. SPD und Grüne vermuten, dass er mit einer Stimme der AfD gewählt wurde und gewonnen hat die Wahl. Denn die Grünen sehen darin gar eine Gefahr für Europa. Nochmal. Das ist ein kleines Örtchen im Saarland mit 18.000 Einwohnern. Die Grünen sehen eine Gefahr für Europa. Da fällt einem nichts mehr zu ein. Da fällt einem wirklich beim besten Willen nichts mehr zu ein. Das ist unfassbar. Aber der ganze Fall sieht wie folgendermaßen aus. Und wir sehen das nämlich hier. CDU-Kommunalpolitiker Jörg Schwindling wurde am Montagabend, heißt es, zum Ortsvorsteher gewählt. Das Ergebnis lautet hier ganz knapp 5:4. Schwindling war der einzige Kandidat, der sich zur Wahl stellte. Die Tatsache, dass Schwindling der einzige Kandidat war und die CDU sowie die SPD jeweils 4 Stimmen im Ortsrat halten, während die AfD ein Mandat stellt, sorgt nun für die Vermutung, dass die entscheidende 5. Stimme von der AfD-Vertreterin Jenny Bickelmann kam. Ja, und das geht ja nun gar nicht. Wir wissen es ja seit 2020, dass es Unterschiede bei den verschiedenen Stimmen gibt. Nämlich 2020 ist das Ganze bei der Ministerpräsidentenwahl von Thomas Kemmerich, der FDP, in Thüringen passiert. Und wenn wir uns dann an die Situation damals 2020 zurückerinnern, wissen wir, dass Thomas Kemmerich ebenfalls mit Stimmen der AfD gewählt wurde. Und danach wissen wir alle, diese Wahl muss rückgängig gemacht werden, obwohl er demokratisch gewählt und demokratisch ins Amt vereidigt auch wurde. Wurde das alles komplett ad absurdum geführt. Absoluter Wahnsinn, wie ich persönlich finde. Jetzt geht es hier noch weiter. Kurz vor der Wahl hatte die SPD ihre Ablehnung gegen Schwindling ausgedrückt und ihn einstimmig nicht unterstützt. Die geheime Natur der Wahl macht es allerdings unmöglich, die Vermutung einer AfD-Stimme zu bestätigen. Weil es könnte ja auch jemand anderes gewesen sein, ist ja ganz klar. Ne? Ebenfalls ähnlich auch wie bei Thüringen. Man weiß ja bis heute nicht, wer den gewählt hat. Muss man ja ganz klar dazu sagen, es könnte ja auch jemand anderes aus den anderen Parteien sein können. Ob das naheliegend ist, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber interessant ist die Äußerung hier vom SPD-Kreisvorsitzenden Pascal Ahrweiler. Er witterte jetzt eine größere Verschwörung. Es sei innerhalb einer Woche das zweite Mal, dass die CDU in der Region die Brandmauer gegen die AfD einreißen würde. Ja, das geht ja nun gar nicht. Das geht ja nun gar nicht. Wenn man hier offensichtlich einen beliebten Politiker, jemanden, der sich für die Bürger einsetzen möchte, in ein Amt wählt, der noch nicht mal von der AfD selber ist. Das ist ja auch genau wie bei Kemmerich damals die gleiche Situation, dass du aber so an den Pranger gestellt wirst, weil du hast dich mit den falschen Stimmen wählen lassen. Leute, was hier mittlerweile abläuft, ist an Lächerlichkeit wirklich nicht mehr zu übertreffen. Die CDU distanziert sich natürlich hier ganz klar von der AfD. Die Landes-CDU betonte noch am Nachmittag der Wahl die Unvereinbarkeit jeglicher Zusammenarbeit mit der AfD. Und Maximilian Schneider, Sprecher des Saar-CDU-Bündnisses hier, sagt, Zitat, es bestehe Einvernehmen innerhalb der Partei, dass diese in den kommunalen Räten eigenständig über ihre inhaltlichen und personellen Initiativen entscheiden und dabei den Grundsatzbeschluss unseres Bundesparteitags von 2018 berücksichtigen. Dieser Beschluss lehnt Koalitionen oder ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD ab. Schneider fügte hinzu, Zitat, wenn die CDU nur noch Initiativen ergreifen soll,
bei denen sicher ist, dass die AfD nicht zustimmt, dann würden wir der AfD ein Vetorecht zu unserer eigenen Politik geben, heißt es hier. Ja, Leute, wisst ihr, und das Traurige? Man kann sie jetzt hier rumschreien, man kann sich darüber auslassen, alles drum und dran. Ich finde, es ist eine Frechheit den Bürgern gegenüber, dass man offensichtlich in der Politik eine Zwei-Klassen-Politik gerade etabliert hat über die letzten Jahre, sodass die Stimme eines gewissen Abgeordneten von einer gewissen Partei nicht so viel wert ist wie von den sogenannten Altparteien, Kartellparteien. Warum werden die denn so genannt? Kartellparteien? Genau wegen solchen Situationen und genau wegen eines solchen Verhalten. Und dementsprechend ist es wirklich unfassbar, was hier passiert. Und dass die Grünen jetzt hier auch noch eine Gefahr sehen für ganz Europa, ist wirklich der Gipfel der Lächerlichkeit, wenn man sich das einfach mal überlegt. Es heißt hier, dass eine Geheimwahl nicht eingesehen werden kann, scheint bei den Grünen niemanden zu interessieren. Denn die möchten nämlich hier, man fordere eine unverzügliche Aufarbeitung. Sollte die Aufarbeitung ergeben, dass Schwindling mit der AfD-Stimme gewählt wurde, müsse dieser sofort zurücktreten. Überlegt euch das mal, wie krass das ist. Ja, und von der zuständigen Grünen heißt es dann hier, Landesvorsitzende erklärt weiter, das einzige Anliegen der AfD ist es, Europa handlungsunfähig zu machen, gesellschaftliche Spaltung hervorzurufen, sowie den Green Deal als auch unsere Demokratie inklusive der Pressefreiheit zu sabotieren. Das sagte die Grünen-Landesvorsitzende Jenne Dillschneider, ich glaube, so heißt sie, so spricht man es aus, nachdem sie fordert, dass eine Wahl rückgängig gemacht wird, wenn jemand mit einer AfD-Stimme gewählt ist. Da fragt man doch allen Ernstes, hast du wirklich verstanden, was Demokratie ist? Das ist unfassbar. Aber genauso unfassbar ist die Situation kommend aus hier CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Reuscher aus Sachsen-Anhalt. Der CDU-Abgeordnete ist im Gemeinderat Osterwick oder Wiek aus seiner Fraktion rausgeschmissen worden. Und zuvor hatte er die Beobachtung der Grünen durch den Verfassungsschutz gefordert. Ja, das geht ja nun gar nicht, denn die Grünen, wissen wir, sind die einzigen Demokraten, wie wir ja gerade eben auch gehört haben. Muss ja auch eine Wahl rückgängig gemacht werden, wenn die mit den falschen Stimmen gewählt ist. Und das ist natürlich pure Demokratie. Der Mann sieht auch noch die sogenannte Brandmauer sehr, sehr kritisch. Und das passt natürlich ebenfalls nicht. Das ist natürlich auch zu verurteilen, sodass man selber bei der CDU rausfliegt und rausgeschmissen wird, offensichtlich. Nein, Leute, was hier mittlerweile für Entwicklungen stattfinden, ist unfassbar. Koalitionspartner heißt es hier auf Stadtebene. Eine Wählervereinigung beenden daraufhin die Zusammenarbeit im Stadtrat. Denn in einem Spiegelgespräch mit hier dem Herrn Reuscher, so heißt er, dass die Grünen durch den Verfassungsschutz beobachtet werden sollten. So hat er sich da geäußert. Zudem forderte er die Abschaffung der sogenannten Brandmauer und damit eine Rückkehr zum politischen Streit um die richtige Sache. Ja, daraufhin wurde die Zusammenarbeit beendet im Stadtrat und dadurch verlor die CDU-Koalition die bisherige Mehrheit. Der Streit um Posten eskalierte und endete mit dem Ausschluss von Reuscher aus der CDU-Fraktion. Zitat, der Sachverhalt ist komplex und befindet sich derzeit noch in Klärung, teilt Reuscher dem Spiegel mit. Nein, Leute, das ist nicht demokratiewürdig, was hier für Sachen entschieden werden. Schreibt eure Meinung unten rein, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Danke, bis zum nächsten und ciao.